Mahlzeit, liebe Rock- und Metal-Gemeinde. Heute wieder mal mit einer Review. In diesem Fall eine echte Klassiker-Review. Und zwar Metallicas Kill 'Em All. Töte sie alle, bringen sie alle um. Ja, das gute Stück aus 1983, Metallicas allererstes Album. Ja, zunächst, mag man das gar nicht glauben, war das Ding überhaupt nicht erfolgreich. Wurde 17.000 Mal verkauft. Hat also keine Sau interessiert. Heute mittlerweile mehrfach Gold, mehrfach Platinstatus, wie auch immer. Wurde in knapp 2,5 Wochen produziert. Und ich finde, das hört man eben so ein bisschen an, könnte man beinahe sagen. Aber man muss auch sagen, die 80er, das war noch eine andere Zeit. Da ist man nicht monatelang im Studio gewesen, sondern ist man wochenlang im Studio gewesen. Wenn man sich allein auch mal so dieses Cover anguckt, dieses zum Kill 'Em All, einfach so dieses Thema, so dieses Blut mit dem Hammer, wo wahrscheinlich gerade irgendjemand der Schädel mit eingeschlagen wurde. Und das ist auch so ein bisschen mit dem Cover so die Sache. Beim Originalalbum gibt es hier auf der Rückseite unter den Bandnamen den Spruch Bang that head that doesn't bang. Oder übersetzt, schlag den Schädel ein, der nicht bangt. Also schlag den Schädel ein, der halt nicht headbangt. Wofür dann irgendwo ja auch irgendwie wieder so dieses Cover dann irgendwo steht. Ne? Ja, was wollte ich noch sagen? Genau, richtig. Der wirkliche Erfolg von Kill 'Em All selber, der kam erst mit Masters of Puppets, wo Metallica ja wirklich so durch die Decke gingen. Und Kill 'Em All gilt als das erste wirklich offizielle Thrash-Metal-Album überhaupt. Im selben Jahr eröffneten ja dann auch Slayer ihre Karriere mit ihrem Debüt. Wobei das Slayer-Debüt ist eigentlich der Wegbereiter der Thrash-Metals eigentlich. Nichtsdestotrotz bleibt noch zu erwähnen Exodus. Die waren die wirklich erste offizielle Thrash-Metal-Band. Aber nun jetzt zu den Songs. Jetzt tue ich sie euch hier wirklich hier mal an die Seite. Die Title-Track-Liste. Ja, eröffnet wird mit Hit the Lights. Ein wunderschöner, sehr schneller Opener. Ja, man kann sagen, also insgesamt gilt dieses Album als Thrash- und Speed-Metal-Album. Und mit Hit the Lights geht es eigentlich schon echt volle Pulle nach vorne. Als nächstes kommt The Four Horsemen. Das Ding hat einen wirklich sehr schönen, sehr treibenden Charakter. Gefolgt von Motor Breath, der auch nochmal richtig nach vorne geht. Da hauen sie also auch wirklich nochmal so richtig auf die Powerschiene. Das ist ein Power-Song, kann man wirklich sagen. Dann mit Jumping the Fire hat man hier so einen richtig schönen thrashigen Klassiker. Das ist so richtig schöner Thrash-Metal in Reinform, den man aber so hören kann. Als nächstes kommt Pulling Teeth. Was Metallica früher wirklich richtig gut konnte, waren Instrumentals. Und Pulling Teeth, Anästhesia, also sowas wie Anästhesie, Betäubung, steht da ja noch mal in Klammern drauf. Das ist so ein geiler Instrumental, die Metallica heute nicht mehr macht. Scheiße eigentlich. Kommen wir zu Whiplash und Phantom Lord. Whiplash darf auf keinem Konzert fehlen von Metallica. Das sind auch wirklich so zwei thrashige Klassiker, die einfach sein müssen. Geiles Zeug. Richtig, richtig geil. No Remorse ist ein Song, der, man kann sagen, so ein bisschen grooviger daherkommt. Will jetzt nicht sagen, schlägt so ein bisschen aus der Art, das nicht. Es passt schon voll ins Albumskonzept rein. Aber es sticht halt aufgrund seiner groovigen Art so ein bisschen heraus. Nichtsdestotrotz geht es danach richtig klassisch weiter mit Metallicas Seek and Destroy. Eher ein Mid-Tempo-Song, aber ein so geiles Ding. Ist ein absolutes Must-Have. Und am Ende kommen wir dann zum Abschluss zu Metal Militia. Ein totaler Power-Song, der nochmal wirklich einen würdigen Abschluss wirklich für dieses Album bildet. Ja, wie kommt dieses Album jetzt bei mir weg? Habe ich am Anfang vergessen zu zeigen. Hier nochmal von innen.
Richtig geil hier, irgendwie so die Bandmitglieder, wie sie vor 37 Jahren irgendwie aussahen. 37, habe ich das richtig gerechnet? Von 93 bis 2020? Von 83 bis 2020, warte mal, plus 97. Doch vor 37 Jahren, also sahen die da wirklich nochmal aus. Hier wirklich der gute Lars Ulrich, der James Hetfield hier wirklich, so richtig, beinahe noch so ein bisschen picklig, könnte man wirklich sagen. Ja, und dann hier Rest in Peace, Clive Burton und hier irgendwie so Kirk Hammett, wirklich so total noch so mit babyrosa Haut. Ja, wie kommt dieses Album letztendlich weg? Das Ding ist ganz klar mit 10 von 10 Punkten bewertet. Es ist ein absolutes Must-Have und im Gegensatz zu dem, was Metallica da irgendwie heute abliefert, kein Vergleich. Also es ist legendär. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen. Was du von dem Album hältst, schreibst du jetzt mal unten in die Kommentare. Ansonsten, stay heavy. Bis zur nächsten Woche. Dein MK.